Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format hier auf Apfelike, nämlich Netshorts. Und nein, damit ist nicht das gemeint, was man bei Google als erstes findet, wenn man nach Netshorts sucht. Nein, es geht in diesem Format darum, die News, die Neuigkeiten, die gehypten Themen rund um das Web, also Facebook, Google, Twitter etc. 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 euch zusammenfasse, kompakt, wie ihr es bereits von Around the Apple kennt, um euch so am aktuellsten Stand zu halten, euch ein bisschen zu unterhalten. Wird auf jeden Fall unglaublich spannend. Ich habe viele Ideen, aber wenn ihr noch Ideen habt, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt sie mir wirklich in die Kommentare, hinterlasst es mir, es würde mich riesig freuen und ich freue mich dann darauf, euer Feedback in den nächsten Ausgaben einzubauen. Bevor es nun endlich losgeht, eine kurze, aber sehr, sehr wichtige Ankündigung, denn dieses Video ist das erste Video des iAdventskalenders 2014, eine unglaublich spannende Sache und für die, die schon etwas länger dabei sind, die werden es kennen, 2011 fand der erste iAdventskalender statt und nun geht es in die große zweite Runde und es sind nahezu alle großen Technik-YouTuber dabei. Super Sache, hat super geklappt, ich freue mich riesig drauf, wird extrem spannend. Und was könnt ihr nun erwarten? Jeden Tag kommt auf iAdvent.net das Video von einem bezüglichen Technik-YouTuber, der dieses Türchen übernommen hat. Und wie gesagt, das ist hier das erste Video und es geht jeden Tag weiter bis zum 24. Türchen am 24. Dezember. Schaut also vorbei auf iAdvent.net, Link dazu unten in der Beschreibung und schaut euch die ganzen Videos an. Das war's zu dieser Ankündigung, jetzt geht's los mit Netshorts in 99 Sekunden. Viel Spaß! Fangen wir gleich mal an mit etwas sehr Brisanten. Es geht um Google. Die EU will zukünftig die Google-Suche und auch die anderen Dienste des Unternehmens deutlich voneinander trennen. Infolgedessen schrieben einige hochrangige US-Politiker Briefe an das EU-Parlament, um doch noch das Parlament etwas umzustimmen. Nun kam heraus, dass einige dieser Politiker von Google finanziell unterstützt bzw. belohnt wurden, auf gut Deutsch bestochen wurden. Insgesamt flossen mehr als 260.000 US-Dollar. Und der Hintergrund ganz klar, Google möchte die Entscheidungen so treffen lassen, wie sie es möchten oder wie es ihnen am besten passt. Nur am Rande erwähnt, in Washington ist Google das Unternehmen mit den meisten Lobbyisten, hat also daher einiges an Macht. Wenn ihr mehr dazu nachlesen wollt, klickt auf apfelike.com, Link dazu unten in der Beschreibung. Die meisten von euch haben wahrscheinlich mitbekommen, dass Facebook nun neue Nutzerbedingungen hat. Die Apfelike-Redaktion hat sich nun einen Aufwand gemacht, alle grundlegenden Punkte kurz und knackig zu beschreiben, worum es eigentlich geht. Diese Zusammenfassung findet ihr auf apfelike.com, Link dazu unten in der Beschreibung, auf jeden Fall mal vorbeischauen. Zu guter Letzt möchte ich nun einführen einen gewissen Web- und Netz-Tipp, den ich euch gebe. Und ihr habt wahrscheinlich zum größten Teil alle diesen neuen Star Wars Trailer gesehen. The Verge hat nun mal eine Zusammenfassung gemacht von den Top 8 Trailern, die ihr in dieser Woche auf jeden Fall gesehen haben müsst. Unter anderem auch Star Wars und Jurassic Park. Schaut auf jeden Fall vorbei, Link dazu ebenfalls unten in der Beschreibung. Das war's von diesem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ich freue mich nun über euer Feedback und eure Meinung unten in den Kommentaren. Und dann klar auch gerne über einen Besuch von iAdvent.net. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal.